Ich bereiste schon viele dieser außergewöhnlichen Inseln, um nach einem geeigneten Abenteuer zu suchen. Doch keins hat mich mehr gerissen als diese Geschichte. Dieser lebendige Ort erstrahlte in absoluter Perfektion. Frisches Wasser. Oh nein, halt mich fest, Leute, ich falle. Ein Paradies, wie einst jemand zu mir sagte. Niemand hätte je damit gerechnet, dass bereits ein dunkler Schatten über sie wandeln würde. Mittlerweile wurde bestätigt, dass sich eine bislang unbekannte Seuche ausbreiten konnte. Durch das regionale Wasser konnte sich die Infektion über den Mensch übertragen. Momentan warten viele Spieler flehend auf eine Stellungnahme von Gorma HD. Um was handelt es sich, Doc? Was ist das? Keine Ahnung. Einer dieser weißen Mantelträger untersuchte das vergiftete Wasser. Eine Seuche ist ausgebrochen. Und ich befand mich mittendrin. Ein unbekannter Fluch lastete nun auf den Schultern dieser Zivilisation. Es bleibt nur eine Frage der Zeit, bis nach einem Schuldigen gesucht wird. Es kommt zu massiven Ausschreitungen auf den Straßen. Die Spieler wollen umgehend eine Antwort von Gorma HD. Wir sind jetzt live auf der Pressekonferenz und bekommen nun die Antwort auf die jetzige Situation des Landes. Schwierige Zeiten stehen uns bevor, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich alles in die Wege leiten werde, um diese Seuche zu beenden. Bitte halten Sie noch ein wenig durch und bleiben Sie stark. Das Netzwerk wird eine Lösung für dieses Problem finden. Keine weiteren Fragen mehr. Die Tage vergingen. Und die einst blühende Insel verwandelte sich in ein vergessenes Reich. Kacke. Noch nie habe ich sowas erleben müssen. Und irgendwann, als die Hoffnung der Bewohner fast erloschen war, fragten sie nach mir. Herr Pirat, können Sie uns bitte mitnehmen? Wir wollen diesen furchtbaren Ort verlassen. Ich soll euch mitnehmen? Habt ihr das nötige Gold, um mich zu bezahlen? So wie ihr ausseht, könnt ihr euch nicht mal eine Unterhose leisten. Ich werde all die Schulden für diese Reise begleichen, sofern wir ein neues Zuhause für meine restliche Bevölkerung finden. Nimm uns bitte mit! Gut. Wenn das so ist, dann haben wir ja einen Deal. Dein Gesicht werde ich mir merken. Okay, Jungs und Mädels, stechen wir zur See und lassen dieses verseuchte Land hinter uns. Ab zu meinem Schiff beim Klabautermann! Ah! Da ist mein wunderbares Schiff. Werft die Leiter raus, Jungs. Ich bin wieder zurück. Oh, ich glaube, der Captain kehrt zurück. Der Captain ist hier? Captain, wir kommen zurück, Captain. Was sind das für Leute? So beschloss ich, gemeinsam mit meiner Crew, die restlichen Überlebenden auf mein Schiff zu bringen. Lag es am Versprechen des Goldes oder begann ich Mitgefühl zu entwickeln? Das größte Geheimnis der Welt bleibt wohl das Innere eines selbst. Aha, ich bin der König der Welt. War das Abenteuer, wonach ich so lange gesucht habe? Ei, Captain! Ankerlichten, Seegesetzmänner, das hier ist kein Urlaubsparadies. Arbeitet endlich zusammen und fangt an zu vergeben. Ich brauche euren vollen Einsatz, denn das hier ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Ein gewaltiger Sturm zog sich über uns auf. Und als ob das schon nicht genug wäre, erkannte ich inmitten der Finsternis, ist das etwa ein Drache? Wow! Captain! Wir brauchen dringend einen Befehl.
Captain! Ja, das ist mein neues Abenteuer. Tut mir leid, aber ich glaube, ihr müsst eure Reise ohne mich fortsetzen. Ich habe nun viel zu tun. Endlich. Hoffentlich habt ihr noch ein paar Boote für uns übrig. Man sieht sich, Pirat. Ich hoffe, du merkst dir mein Gesicht gut. Ich gab meinen Mitreisenden unsere letzten verbliebenen Boote, damit sie hoffentlich ihr neues Zuhause finden können. Nun hieß es Lebewohl sein. Doch dies wird nicht auf großer Dauer. Eines Tages, wenn ich mein Abenteuer erlebt habe, hole ich mir mein verdientes Gold. Und vielleicht haben diese grandiosen Spieler etwas Wundervolles erschaffen. Etwas, worauf sie stolz sein können. Etwas, das man zu Hause nennen kann. Endlich zu Hause. Huch. Was zur Hölle? Piraten. Ach du heilige Schöpfung.